Schauen wir uns das Aaron-Video an, das gerade rausgekommen ist. Mit einem Model in einer Messi-Wohnung. Praktikum als Tatortreiniger. Ich finde auch den Beruf als Tatortreiniger richtig heftig. Ich könnte das ja nicht. Ich glaube, da sieht man echt eklige Sachen. Aber bestimmt ein spannender Job. Schauen wir rein, was Aaron und ich glaube, Becky ist, heißt sie. Becky. Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Thomas hat mal wieder angerufen und gesagt, Aaron, ich habe da was, wo wir drehen können. Und da komme ich natürlich direkt, Thomas. Danke. Und damit mal Models richtig arbeiten oder sie insgesamt mal richtig arbeitet, habe ich Becky. War sie nicht mal im Fernsehen? Ja, sie hat bei Germany's Next Topmodel mitgemacht und ich glaube vielleicht auch TAF moderiert oder so. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ja. Die mitgebracht. Oh, danke. Hast du schon mal richtig gearbeitet? Ja. Hast du mal einen Job, wo du kotzen musst? Ich habe meine Ausbildung angefangen. Als? Medizinische Fachangestellte. Wie lange? 2 Monate. 4, 3, 2, 1. Captain Kebab, hi. Was erwartet uns heute? Ja, eine spannende Wohnung. Super. Gut. Das heißt, wir gehen hoch, packen an, machen die Beutel also, voll. Wenn wir ein paar Säcke voll kriegen, wäre es cool. Ja. Und ansonsten lasst euch überraschen. Ist mal was ganz Neues. Hast du so wahrscheinlich bei mir auch noch nicht gesehen. Okay. Anzug an? Na, selbstverständlich. Oh. Boah. Geht vom Geruch, muss ich sagen. Heftig. Also so eine volle. Ich habe euch ja schon mal von meinem Traum erzählt. Einmal eine Wohnung aufräumen, die so richtig unordentlich ist. So einmal da so aufräumen, das ist safe so satisfying. Aber das ist schon heftig. Also das ist schon heftig. Es tut mir auch immer so leid. Das hat ja immer einen Grund, warum man messy ist. Also da geht es einem ja auch meistens nicht so gut. Mental. Das heißt, es ist schon schrecklich. Tut mir voll leid. Warum sollte das ein Traum sein? So, ich weiß nicht. Ist halt so. Oh Gott. Der Geruch, oder? Das sind halt so vergammelte Lebensmittel hauptsächlich. Und hier war halt auch eine Katze. Oh. Die noch mit der Wohnung rumrandet. Wir wissen auch nicht genau, ist sie noch da oder nicht. Oh. Wirklich? Also wenn, die Wohnung war jetzt so lange zu, dass die vermutlich irgendwo verstorben ist. Fall ist, Situation ist die, hier hat eine Familie drin gewohnt. Man sieht, also hier waren, ich sehe gerade eine Sache, die mich sehr bedrückt. Diese ganzen Disney-DVDs, die habe ich auch. Ich auch. Und das heißt, ich bin ja ist das ein Kinderzimmer, wo ich hier gerade drin stehe? Es war zuletzt wahrscheinlich das Zimmer, also es gibt hier vorne noch ein Kinderzimmer mit zwei, mit so einem Doppelstockbett, hier drüben noch. Ganz genau kann man es nicht mehr sagen, wo dann zum Schluss wer gelebt hat, weil hier ist normales Spielzeug, hier ist Sexspielzeug, hier ist halt eine große Mischung. Wir wissen, dass da eine Wohnung, eine Katze drin ist, lassen sie alleine in der Wohnung sterben, what the fuck, das ist schon heftig. Das ist schon heftig, dass sie die Katze da nicht rausgeholt haben, das sollte doch irgendwo eine Prio sein, die lebenden Lebewesen aus der Wohnung zu holen. Mein Gefühl sagt, die Mutter hat versucht, ganz viel auch zu machen und hat die Kinder versucht, immer mit irgendwas zu belohnen und hat viel gekauft, weil in dem anderen Zimmer liegen überall Computerspiele. Na, lass uns mal umgucken. Auch. Ja. Also wir so. Können ja mal rumgehen, was mich gerade so, mit Nein. sowas spiele ich gerade mit meinem Kind. Was ich krass finde, man kann einfach, wenn man in diesem Raum steht, nicht herausfinden, was war dieser Raum, weil da steht eine Kaffeemaschine, ja. Da ist ein Bett, da steht Butter. Wow. Aber es ist enorm. Die armen Kinder auch, die in so einer Umgebung aufwachsen, das ist heftig. Das muss so belastend gewesen sein. Und viel Spielzeug da es auf ist, jeden also, Fall. Was mich gerade so ein bisschen schockt, wir stehen auf mindestens 30 cm Waschzeug. Spielzeug. Und wir sind jetzt nicht in irgendeiner Familie, wo man sagt, die Kinder hatten. Also hier ist ein elektrisches Auto. Wenn man jetzt da drüben guckt, sorry Betty. Weißt du, wie viele Kinder hier gewohnt haben? Zwei. Hier sind Top, PlayStation 3, Final Fantasy 10, 2. Das ist ja von den Kindern das Spielzeug. Genau. Also ich stelle mir gerade vor, was mir recht schwer fällt, ist, hier haben zwei Kinder gelebt. Würde nie ein Kind in die Welt setzen, wenn ich mein eigenes Leben nicht im Griff hätte. Ja, ich glaube, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen als Außenstehender, weil ich glaube, diesen Gedanken haben viele Menschen.
Und es kann ja auch sein, dass das Leben erst nach den Kindern außer Kontrolle geraten ist. Also kann ja sein, so schau, die hat ihren Kindern trotzdem ja versucht, irgendwie ein schönes Leben zu machen, so Geschenke gekauft etc. Vielleicht ist irgendwas passiert, vielleicht hat sie irgendwie voll die krassen Depressionen bekommen, wegen was auch immer, und hatte halt einfach ihr Leben dann nicht mehr im Griff und ist dann nicht mehr rausgekommen. Also es ist halt echt immer schwierig, über Menschen zu urteilen, die du nicht kennst und von denen du gar nicht weißt, was passiert ist in deren Leben, weil so ein Leben sucht sich keiner aus. So ein Leben sucht sich keiner aus. Und ich bin mir auch sicher, dass die Mama von den Kindern, ihren Kindern das auch nicht gewünscht hat und dass ihr das voll wehgetan hat, dass sie da keine Kraft hatte für. Und so kann natürlich sein, kann natürlich auch nicht sein. Aber das ist heftig, wenn sowas passiert, wenn du auch merkst, wo Kinder, gerade Kinder aufwachsen. Weil klar, du hast recht, im Optimalfall sollte man natürlich keine Kinder in die Welt setzen, wenn man sein eigenes Leben nicht im Griff hat. Einer aus meinem Bekanntenkreis hatte schon ein etwas höheres Alter und der ist immer auf dem Boden gesessen, an die Couch gelehnt und gegessen. Vor ein paar Tagen hat sich seine Stieftochter schon gewundert, warum er sich nicht mehr meldet. Als sie in die Wohnung rein sind, war er auf dem Boden gesessen, das Gesicht, seine angewinkelten Beine, in seine angewinkelten Beine gelegt und schon lange tot. Dass die Leichenstarre sich bereits wieder gelöst hat und er stark am Verwesen war. Ich glaube, der Beruf ist nicht so schön. Ja, ich glaube auch, dass in dem Beruf echt auch unschöne Sachen zu sehen sind. Und es tut mir auch total leid, dass die Tochter oder halt seine Stieftochter ihn so gefunden hat. Muss auch heftig sein. Ja, das Leben läuft manchmal nicht so, wie man sich das wünscht. Das stimmt. Ich bin alle zu Hause und im nächsten Atemzug werden die irgendwann mal Kinder haben und für die war der Zustand normal. Also ist der Zustand auch für die in Zukunft normal. Aber was mich jetzt so ein bisschen, ihr werden zwei kleine Bärchen gewesen sein, die ja liebenswert hoch 1000 sind und wir werfen jetzt vielleicht das Spielzeug von ihnen weg und es könnte sein, dass der Hund hier der Lieblingshund war. Genau, das ist das Problem. Deswegen sage ich hier bei solchen Wohnungen, es ist für mich schlimmer, viel schlimmer als eine Leichenfundort. Ich finde, das ist so krass, wenn man mal wirklich selbst in so einer Wohnung steht, weil sowas kennt man eigentlich nur aus dem Fernsehen oder so. Aber es ist einfach nochmal was ganz anderes. Also was ist, weil, sorry, da kommen mir gerade fast die Tränen hoch, weil meiner ist gerade in dem Alter. Meine auch. Papa, Chase ist der Beste. Ich habe mir als Kind immer eine Carrera-Bahn gewünscht. Man muss ja sagen, wie ist es für dich gerade? Also ich meine, ich bin ja auch aus meiner Familie weggekommen quasi oder meiner Mama weggenommen worden. Ja. Aber meine Mama war das Gegenteil von dem. Bei ihr war es eher andersrum. Also sie hatte einen krassen Putzzwang. Okay. Und da bin ich jetzt eigentlich auch froh drüber. Auch wenn das auch genervt hat, aber ja. Müllsäck und Vollgas, würde ich sagen. Wenn man jetzt wirklich die Küche sieht und bei mir kommt schon der Ekel hoch und sich vorstellt, dass wir kleine Bärchen gewohnt haben. Achtung, hier kommt jetzt direkt Betty, macht groß. Sorry, hier sieht man eben die ganzen Spinnen. Und deswegen, Leute, ist es umso wichtiger, wenn ihr sowas mitkriegt und irgendwie Kinder in der Kita habt. Ich krieg's auch mit, die vielleicht nicht so rüberkommen, wie Kinder rüberkommen sollen. Guckt hin, helft. Also man muss sagen, hier ist noch Pizza drin. Und das ist jetzt auch nicht wir machen uns sogar lustig, wenn wir würgen. Es ist wirklich echt krass. Es ist, wenn man das dann noch sieht, auch hier schon wieder. Und das muss man sagen, mein kleines Bärchen hat auch ein Kinderwäscher-Puppetool. Sag ich mal da drauf. Das ist so heftig. Gut, dass ich gerade erst, oh nein, oh nein. Ein Trümmel habe ich schon aufgemacht, man gewöhnt sich an den Geruch. Ich bin da auch super sensibel. Also ich glaube, ich hätte da auch einen sehr schwachen Magen. Aber es ist halt so heftig zu sehen, wie manche Menschen wohnen, weil das sucht sich ja wirklich niemand aus. Jemand, der so wohnt, der macht das ja nicht, weil er nur keinen Bock hat aufzuräumen oder weil es ihm nichts ausmacht. Oder also das sucht sich ja niemand aus. Da steckt ja wirklich was dahinter. Und das tut mir so leid, dass Menschen so leben, so, ihr müsst euch mal vorstellen, die bestreiten so ihren Alltag, die laufen durch diese Wohnung, die suchen sich da was zu essen und so, das ist heftig. Auch mich da draufstellen. Sorry, ja, wir müssen jetzt den Sack wieder rausreichen. Was ich gerade gefunden habe und was ist noch trauriger ist, wir können es nicht zeigen, weil hier die Namen stehen. Hier leben, lieben und lachen, denn die Namen der Eltern und der Kinder. Das ist echt hart.
Wenn man sich das hier anguckt, der Geruch ist völlig okay, nur wenn man was Ekliges hochhebt oder eine Tüte ausdrückt. Aber was hier ist, jetzt ohne Witz, diese Disney-DVDs habe ich aus Höflichkeit von Disney geschenkt gekriegt. Und die sind auch hier, die sind bei mir zu Hause im Regal. Und mein kleiner Hobbit rennt jedes Mal lang und sagt dann irgendwie Disney und dies, das. Besonders bei Dumbo. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen trocknen und feuchten Messen. Ja. Und das erkläre ich ja zum Beispiel beim Buch und bei der Tour. Mhm. Das ist nett lecker. Ne? Mhm. Und die ziehen sich halt häufig hinter der Tür um. Die haben in den Wohnungen so Schlumpi-Klamotten. Mhm. Also die rennen dann mit irgendwelchen T-Shirt und Jogginghosen rum. Ja. Und draußen haben die halt gute Klamotten und dann haben die an der Tür meistens einen Foliensack, wo die ihre Draußensachen sozusagen hinhängen. Krass. Ach, krass. Was ist der Unterschied zwischen trocken und nasser Messi? Feuchter Messi ist das, also eine hohe Verwahrlosung. Ja. Und trockener Messi ist, sieht mitunter genauso aus, aber das sind Jäger und Sammler. Die haben ganz viele Zeitungen, zum Beispiel Papier oder sammeln bestimmte Sachen. Im Feinsten, wirklich im Feinsten, Nintendo Switch Spiele. Von Sing bis Mario Party. Aber ich frage mich, warum die Kinder die ganzen Sachen nicht mitnehmen durften. Warum durften die ihr ganzes Spielzeug nicht mitnehmen aus der Wohnung? Warum mussten die alles dort lassen und warum wird das jetzt alles weggeschmissen? Das ist voll schade. Sind jetzt alle nicht drin? Aber das geht, es ist echt hart. Also irgendwie alles, was auch Kinder haben. Aber irgendwo war dann auch bei den Eltern die Überforderung. Ich muss sagen, dass weit mehr Menschen so leben, als man erwartet. Es gibt auch Menschen, die leben privat so wie im Video und in der Öffentlichkeit haben sie einen Beruf wie Bankkauffrau zum Beispiel. Ja, ja, so wie er gesagt hat. Die verlassen die Haustür und du siehst es ihnen nicht an. So, die führen ein normales Leben, du würdest es nicht erahnen. Und das sind dann auch wahrscheinlich so Leute, die finden dann immer Ausreden, warum du nicht zu ihnen kommen kannst, und geht gerade nicht, etc. Weil sie halt zu Hause echt irgendwie messy unterwegs sind, aber dann in der Arbeit oder im, ja, keine Ahnung, im Draußenleben sieht man das denen gar nicht an. Um eine Wäscheleine sehe ich jetzt erst provisorisch, weil man wahrscheinlich keine mehr aufstellen konnte. Wo soll ich anfangen? Weißt du, was auch krass ist? Hier sind so viele Spielsachen, die einfach noch nicht mal ausgepackt sind. Guck mal, ist alles noch verpackt. Timo, ich sehe das erste Mal Boden. Ich sehe das erste Mal Boden. Ist sogar voll der schöne Boden eigentlich. Betty, wie geht's dir? Mir geht's gut, muss ich sagen. Ich bin aber schockiert. Also jetzt vom Moralischen her bin ich schockiert. Also von der Wohnung auch, aber ich habe so viele Fragen. So. Ging's mir beim ersten Mal auch? Zu viel auf einmal. Wie haben wir da angepackt? Es sind, glaube ich, du sagst, du brauchst 100 Tüten. Wir haben jetzt 10 geschafft. Das sind 10, 8. Das sind 8%. Ja. Ja, ja, Mensch, danke. Gar nichts. Danke. Also ich habe jetzt noch eine Wohnung, da muss ich unser Vernebelungsgerät noch mal das, aufstellen. Was wir damals bei der CDU reingemacht haben, als die Flaschen runtergefallen genau, sind. Oh, sorry. Genau. Oh, Spucke, alles echt ja, geschwitzt. Es ist so feucht da. Ey, es ist so feucht. Ja. Ich habe auch noch nie so geschwitzt in meinem ganzen Leben. Und trotzdem riechst du nach Rosen. No. Also wir fahren jetzt noch zu einer anderen... Wenn ihr mitkommt. Ja, die Betty ist wirklich eine sehr hübsche, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, das ist ja viel zu viel Zeug in der Wohnung. Selbst wenn du aufräumst und sauber machst, ist es trotzdem viel zu viel Zeug. Ja, man muss ausmisten, das auf jeden Fall. Da hat sich so viel angehäuft, das findet gar keinen Platz mehr, klar. Wir sind da. Ich bin ready. Und wenn wir schon nur 8 Säcke geschafft haben, stellen wir mit dir den Vernebler noch auf. Dann könnt ihr euch dort mal eine Nase holen. Warum die Bilder manchmal so ein bisschen komisch sind, natürlich sagen die Hausbesitzer immer, ey, ihr dürft filmen und die Hinterlassenen, aber zeigt nicht, wo es war. Deswegen stellen wir uns dann manchmal so unter den Koffer rum, um zu sagen, hier ganz ist der geheim Vernebler und den bringen wir jetzt hoch in die Wohnung. Und Betty? Ich zieh dann. Ja, du machst das. Gut. Und dann bringen wir den hoch, aber was erwartet uns jetzt? Also kommen wir da rein, war da einfach 30 tote Katzen? Also ich muss für mein Stresslevel wissen, auf was ich mich gefasst machen soll. Also Stresslevel für dich, 2. Etage. Okay. Das fängt schon an. Jemand verstorben und lag über einen längeren Zeitraum. Betty geht vor. So.
Timo zuerst rein? Timo zuerst rein, so ist es nun mal. Du willst immer erster Kameramann sein. Kriegst du eigentlich Sonderzulagen? Nein. So, Thomas, was machen wir jetzt? Das ist halt aber gut erkannt. Also wir haben hier in der Wohnung schon mehrmals vernebelt. Ja. Ist nicht so schön. Und wir vernebeln jetzt noch einmal, einfach damit wir dann anfangen können zu räumen. Es weil ihr merkt, es keine ist keine dolle Messi-Wohnung. Es ist immer noch okay. Also, trockener Messi? Eigentlich gar nicht, das ist nur eine leichte Verwahrlosung. Okay. Das wäre eine leichte, war aber jetzt, hier ist es so, dass es war eine Depression. Okay. Und er hat das Haus nicht mehr verlassen und er ist auch wirklich hier, ich sag mal, einsam, allein verstorben. Scheiße. Ich würde gucken, dass du nicht ganz so weit nach links gehst, also von dir aus gesehen nach rechts. Mhm. Dann ist es dein Hosenbein, das da dran ist. Das war schon war dran. Schon. Ja. Und man nennt das Leichenschmatze. Oder der? Die Leichenschmatze, in die er gerade steht. Reinsteht. Ja, Timo, du stehst da drin. Also du stehst auch genau drin. Guck mal, hier ist ein Speckkäfer. Ich weiß nicht, ich habe sowas schon öfter gesehen, auch die Leichenschmutz, ich habe schon weggemacht. Ich kann immer wieder sagen, Leute fragen mich manchmal, Aaron. Ich finde das so heftig. Das tut mir so leid zu sehen, wie Menschen teilweise die Hoffnung verlieren. So, er hat ja gesagt, die Wohnung ist verwahrlost, der Mensch hat unter Depressionen gelitten, er ist alleine und einsam gestorben. Das tut mir so unfassbar leid. Das tut mir halt wirklich so unfassbar leid. Das hat niemand verdient und so sollte sich nie jemand fühlen. Und das ist schrecklich. Ich finde das wirklich schrecklich. Welches von den Praktika würdest du machen, wenn du nicht YouTuber bist? Und ich finde Tatortreiniger am besten. Jeder Tag ist anders, weil das macht den Alltag auch verrückt. Und ich komme irgendwie doch damit klar, wenn ich am Anfang immer wirke. Ich will einfach mal hier kurz euch so einen kleinen Einblick gewähren. Hier sieht man halt überall noch die Speckkäfer krabbeln. Und wenn ich jetzt hier, könnte ich mir vorstellen, das sind alles Fliegen. Aaron hat uns geschubst. Das wäre scheiße, wenn du hier drauf fällst. Aber das sind alles verpuppte Fliegen. Also sprich, die Maden haben den Leichnam verlassen, haben sich verpuppt und daraus wären jetzt schon wieder neue Fliegen. Und wenn jetzt der Leichnam noch da wäre, dann würde das halt weiter so gehen. Mhm. Also man muss sagen, er ist im Bett gestorben. Alles, was wir jetzt sehen, was aussieht wie so Hasenkacki. Das sind Maden. Das sind Maden, die sich verpuppt haben. Die kamen von alleine. Da kommt eine Fliege und dann geht's los. Da kommt eine Fliege, legt 1000 Eier. Und diese 1000 Eier, daraus wären 1000 Maden. Die fressen sich dick und rund, verlassen den Körper, verpuppen sich in diese braunen Kokons, sag ich jetzt mal. Und danach schlüpfen da schon wieder Fliegen und die legen wieder Eier. Und so ist das ein Kreislauf und deswegen wird's immer mehr. Okay. Und ich habe ja manchmal, du kennst es vom Programm. Ja, diesen Schnee. Dass du so viele Fliegen hast, dass wenn man da drüber läuft, dass das sich anhört, als würde man durch frischen Schnee laufen. Mhm. Wie ist das jetzt mit der Wohnung da drunter? Weil manchmal hört man das ja auch, dass das durch die Decke tropft. Also hier ist es in dem Fall nicht so. Ich habe jetzt vor 14 Tagen hier in Leipzig einen Fall, da ist in zwei Etagen unten drunter, also zwei Etagen drunter, sind die Maden rumgekrabbelt. Also da sind die Maden sogar runtergemacht. Und wir hatten einen Fall, also wir hatten ganz viele, aber es gibt welche, an die erinnerst du dich dann speziell. Da war dann eine Blase oben an der Decke von der Raufasertapete und die Frau hat das aufgemacht, weil die gedacht hat, das ist das rostende Wasser und hat das ins Gesicht gekriegt. Oh. Und das war auch echt unangenehm. Okay. Also Leichenflüssigkeit ins Gesicht ist ist dir aber blöd. Wahrscheinlich auch schon mal passiert. Ins Gesicht nicht. Nee. So, und jetzt müssen wir auch raus. In meiner alten Wohnung ist auch jemand gestorben. Ich schwöre bei Gott, da hat es gespukt. Oh Gott, das ist auch was, das möchte ich gar nicht wissen. Ich möchte nicht wissen, ob in meiner Wohnung jemals jemand gestorben ist. Das würde mich nicht mehr in Ruhe lassen. Ich habe auch von einem Freund von mir, in der Nachbarwohnung ist anscheinend auch jemand gestorben. Der hat gemeint, wenn man durch den Gang gelaufen ist, man hat es gerochen. Es war heftig. Ich habe manchmal so im Augenwinkel eine Gestalt durchlaufen sehen und Schritte gehört, direkt ausgezogen. Bro, ich verstehe dich, ich wäre auch ausgezogen, oh Gott. Mit dem Gedanken daran, dass ich gerade geschrieben habe, kommt sofort wieder der Geruch in die Nase. Das Gehirn ist sowas Interessantes. So habe ich mal eine Leiche gesehen. Das erste Mal vergisst man nie wieder. Das ist heftig. Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich merke manchmal, wie sehr ich mich in der Hoffnungslosigkeit verliere, habe aber noch Menschen um mich herum. Also das geht ganz gut und man merkt das selber nicht mal. Wirklich, ich hoffe für euch. Ich weiß, es gibt den einen oder anderen, auch hier im Chat, der
gerade in einer Phase in seinem Leben ist, die vielleicht nicht ganz so toll ist oder irgendjemand, also in einer Phase ist, in der man einfach nicht ganz so happy ist mit seinem Leben. Und das tut mir unfassbar leid. Und ich hoffe für euch, ihr findet jemanden oder ihr habt schon jemanden, mit dem ihr reden könnt und der für euch da ist. Und verliert bitte niemals die Hoffnung. Und ich kann euch, ich verspreche euch, es wird immer besser. Es kommt immer wieder ein Up nach einem Down. Auch wenn es manchmal sich echt schrecklich anfühlt und auch wenn man in so ein Loch reinfällt und dann gar keine Kraft mehr hat, irgendwie da selbstständig rauszukommen, und sich alles auch so ein bisschen sinnlos anfühlt. Es ist nicht sinnlos und jeder hat das Recht auf ein schönes und tolles Leben und genau das sollt ihr auch leben und genau dafür ist auch Hilfe da, um da wieder hinzukommen. Das heißt, auch wenn ihr niemanden in eurem Umfeld vielleicht habt, dem ihr euch anvertrauen könnt, es gibt Hilfe wie Psychologen und die solltet ihr in Anspruch nehmen. Daran ist, dafür muss man sich nicht schämen. Das ist keine Schwäche, die man da zeigt. Und es kann euch so viel Lebensqualität wieder zurückgeben und das wünsche ich euch. Okay. Tschüss, Timo. So, Thomas. Ist aufgestellt. Wir haben ein paar Säcke gemacht. Bist du mit Betty zufrieden? Ich bin ja sowieso dein Lieblingspraktikant. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Ja. Aber ja, ich bin zufrieden. Meine Frage wäre, würde sie denn so eine Wohnung mal mit sauber machen? Ja, ich glaube, das würde ich eher sauber machen als Betty Wohnung. Ja? Ja. Super, dann krass. Kommt Betty irgendwann noch mal alleine vorbei. Ich muss gar nicht mehr mitmachen, aber habt denn ein Video und verdient das Geld. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Wenn ihr mehr von Thomas seinen Alltag sehen wollt, der ist auf Instagram aktiv und zwar... Ein echter Tatortreiniger. Und Betty Taub ist auch auf Instagram aktiv. Betty Taub. Lasst gerne Follow da oder folgt mir. Da ist auch ein schönes Bild von uns online gekommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Das war ein heftiges Video. Also ein gutes Video. Ich mag die Videos von Aaron, aber es war ein heftiges Thema. Beide unglaublich traurig. Also die Messi-Wohnung mit den Kinderspielsachen und auch die Wohnung von dem depressiven Menschen, der gestorben ist. Beides unfassbar traurige Schicksalsschläge und sowas wünsche ich wirklich keinem. Wünsche ich wirklich keinem. Das macht mich ultra sad, wenn ich sowas höre und sehe. Und ich würde am liebsten, wenn ich könnte, helfen. Wenn ich sowas sehe, kriege ich immer das Bedürfnis zu helfen. So, ich will irgendwie.